Die Digitalisierung in Österreich ist sehr ungleich verteilt. Es gibt Dinge, wo wir schon sehr gut sind, es gibt Dinge, wo wir einfach viel besser werden wollen. Und wir haben die Challenges so ausgewählt, dass wir gemeinsam mit Partnern an Themen arbeiten, wo wir glauben, da ist echt noch Platz nach oben. Und da kann man auch in 24 Stunden etwas entwickeln. Das Ziel ist, dass gut 100 junge Menschen einen Tag lang an spannenden Lösungen für die Gesellschaft im digitalen Bereich arbeiten. Ja, wir haben versucht, mehrere Themen auszuwählen, die aus mehreren Bereichen kommen, wie Social-Themen, aber auch Digitalisierung oder Transport, weil das einfach die Themen sind, die die Menschen in Österreich auch bewegen und die wir auch weiterbringen wollen. Es ist ein Hackathon von Hackathon-Teilnehmern, wo es darum geht, dass die Teilnehmer wunderbare Erfahrungen haben sollen. Und das wird weniger dann von HR-Abteilungen und PR-Abteilungen gesteuert, sondern wirklich stark aus der Community raus. Es geht nicht darum, dass man irgendeine Firma oder so eine Idee liefert, sondern es geht darum, dass man sich wirklich Gedanken macht um Themen, die einfach relevant sind. Und was sicher diesen Hackathon auch besonders macht, ist der Spirit. Also auch die Atmosphäre, es sind sehr viele junge Leute da, es sind sehr viele motivierte Leute da. Viele bekannte Gesichter, die Partner, die den Hackathon veranstalten, wir sind eine Familie und als diese Familie wollen wir uns verstanden fühlen und auch die Community damit mit erreichen. Bei diesem Hackathon bin ich besonders von den Challenges sehr begeistert, weil sie für mich in meinen Augen sehr viel Relevanz haben. Ich mag das einfach total gern, weil man sie wirklich eine Zeit lang nur auf diese Challenge fokussiert und wirklich sie ohne, bestenfalls ganz ohne Ablenkungen einfach auf ein Thema konzentrieren kann. Ich erwarte mir im Prinzip Spaß zu haben, das ist Nummer 1 Priorität. Gutes Essen, dafür ist sowieso gesorgt und auch viel mitzunehmen. Wir waren wirklich überrascht, als wir das erfahren haben. Wir haben eigentlich gar nicht damit gerechnet. Umso begeisterter sind wir jetzt, dass wir das feiern dürfen gemeinsam. Es ist darum gegangen, wie man von den Wiener Linien aus visually impaired und Blinden im Endeffekt das Navigieren einfacher machen kann in den U-Bahn-Stationen. Ich würde jedem empfehlen, der gern 24 Stunden lang hart an irgendeiner Sache arbeitet, danach das Ganze in 3 Minuten gießen kann, pitcht, die ganze Zeit nervös ist und danach immer nur sagen kann, er hat Spaß dabei gehabt.